Bam, ich bin da und du bist mit dabei. Herzlich willkommen zum Ultimate Fishing Simulator. Leute, ich habe mir die Haare geschnitten. Nein, es hat ein Friseur gemacht. Wollte nur nochmal erwähnt haben, Leute. Die Haare sind ab. Und ja, Leute, es ist was passiert. Also ich farm gerade offscreen. Ihr seht auch, ich habe hier 304 Dollar. Ich level auch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Seht man das hier? Ah, Fähigkeiten. Tutorial. Machen wir einfach mal hier. Also hier gibt es das Tutorial, ne? Kann ich Dinge freischalten. Zum Beispiel ein Boot zum Angeln und so weiter und so fort. Aber darum geht es jetzt nicht. Also ich bin Level 3. Und ich habe hier, Leute, einen Fisch. Der mir gestern durch die Lappen gegangen ist, den habe ich hier jetzt am Start. Ich weiß nicht, was das für einer ist, aber den... Lol. Nein. Ach, ich dachte schon, der hat abgelassen. Alter, das wäre jetzt ziemlich traurig. Ich will den unbedingt haben, Leute. Es sind noch 21 Meter. Der ist richtig stark, wie ihr sehen könnt. Ich weiß gar nicht, was für eine Art Fisch das ist, aber den will ich unbedingt haben. Den hole ich mir jetzt hier. Der ist ziemlich stark und den habe ich jetzt, denke ich, auch safe. Wenn der mir jetzt noch entkommt, dann bin ich ziemlich traurig. Alter, boah, da, ein Bachsaibling. Okay, ich habe gesagt, ein dicker, fetter. Der ist gar nicht so fett. Der wiegt nur ein halbes Kilo. Und ist auch klein. Aber, den lassen wir frei, Leute. Das erste Mal, dass wir so einen Fisch gefangen haben. Ich wollte es nur einmal festhalten, weil ich dachte, es wäre was Besonderes. Naja, let's go. Ich habe hier irgend so einen Lümmel am Start. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Art Fisch das ist, aber ich habe ihn festgesetzt auf jeden Fall. Und oh, der geht auch ab wie Zäpfel. Der hat hier auch richtig Bock, geangelt zu werden, Leute. So, komm mal her. Komm. Also da backt ein bisschen die Grafik rum. Aber ich finde es ziemlich cool, dass man das alles unter Wasser noch beobachten kann. So, komm. Na los, komm zu mir. Ohne Witz. Unter Wasser sehen die immer so krass aus. Und jetzt ist es nur so ein kleiner Lümmel. Eine Stierforelle. Aber die wiegt mehr als der andere Fisch. 2 Kilo. Und ja, okay. Gut, Leute, verkaufen wir auch. Und da gibt hier nochmal 28 XP, Leute. Ich kann ja jetzt mal hingehen. Und hier auf die Map. Nein, stopp. Wie kann ich denn komplett zurückgehen? Turnier. Nee. Wie komme ich denn komplett... Ah, hier... Nein. Spiel wieder aufnehmen. Spielen. Da oben gehen wir mal auf zurück. Hier, guck mal. Hier kann ich jetzt auswählen. Okay. Guck mal, hier gibt es diese ganzen Maps, Leute. Und das ist halt abartig, ne? Also hier, das ist die Anfangsmap. Und die muss man frei kaufen, sozusagen. Also hier Lizenz erwerben. Und hier gibt es dann zum Beispiel auch andere Fischarten. Deswegen sollten wir erstmal gucken, dass wir... das Ganze hier im Betty Lake machen. Erstmal hier noch so ein bisschen. Ich habe Stierforelle, Bachsaibling habe ich gefangen. Den Rest habe ich noch nicht gefangen. Und das will ich eben noch versuchen zu fangen, Leute. Und da habe ich Bock drauf. Jetzt mal gucken, was mein nächster Fang sein wird. Leute, ich glaube, das ist ein richtig krasser hier, den ich hier am Start habe. Achtung, Achtung, Achtung. Und ich habe ihn festgesetzt. Ich weiß nicht, könnte das eine Bachforelle sein? Komm, bitte. Also das müsste eigentlich eine Bachforelle sein. Und die will ich unbedingt haben, Leute. Dann habe ich in meiner Sammlung... einen weiteren Fisch am Start. Da lassen. Ah. Oh, eine Bachforelle. Nice. 2,36 Kilo. Und gibt 33 XP. Leute, wir farmen jetzt erstmal noch ein bisschen Geld. Weil dann können wir auch in den Winter Betty Lake gehen. Und jetzt gucken wir. Das war weiterfangen. Also eine Regenbogenforelle wäre halt schon geil. Ne? Also gibt es hier auch, wenn ich mich nicht täusche. Gucken wir ganz kurz mal nach. Da oben, Regenbogenforelle. Ach, die habe ich sogar schon gefangen. Leute, das wusste ich gar nicht. Nice, okay, dann habe ich die schon gefangen. Aber die hier habe ich noch nicht gefangen. Stierforellen habe ich 5. Davon habe ich einen. Und Leute, guckt mal hier. Hier gibt es Schwertfische. Und das finde ich geil, Alter. Da freue ich mich mega drauf, Leute. Das wird, glaube ich, richtig geil. Lol. Die Grafik ist, ja, läuft. Gucken wir mal und hoffen, dass da jetzt wieder was Saftiges anbeißt. So, ja. Einmal will ich auf jeden Fall jeden Fisch gefangen haben. Das ist wie bei Pokémon, den Pokédex voll zu kriegen, Leute. Einmal jedes Pokémon zu haben, einmal jeden Fisch zu haben. So funktioniert's. Und da ist, passt auf, ich krieg das jetzt mittlerweile hin. Das ist eine Stierforelle. Das ist eine Stierforelle. Das ist keine Regenbogen-Dingsbums. Das ist eine Stierforelle.
Ich habe mittlerweile Fischkunde studiert, Leute. Ich habe das jetzt mittlerweile alles voll im Griff. Nice, Stierforelle. Tu mal verkaufen, ne? Oder tu mal nochmal extra XP. Oh, ich kann die gar nicht verkaufen. Hä? Oder war das ein Anzeigefehler? Oh, okay. Ich weiß es nicht. Aber wie viel XP habe ich denn jetzt? Warte mal, das kann man hier sehen. Die Hälfte von Level 3. Nice. Also Level 4 geht auf jeden Fall noch. Und jetzt warten mal. Ich kann hier Dinge freischalten. Und jetzt will ich mal gucken, hier Boot benutzen. Ach, das ist jetzt... Nutzt das Boot zum Angeln. Erlange mehr Erfahrung. Ich kann die nacheinander... Ach so. Ich habe hier Erfahrungspunkte. Leute, wir kriegen jetzt 10% mehr Erfahrung. Weil wir Dr. Banks sind, ne, mit dem Bart, Bart hier, ne, und wir können ein Boot benutzen. Nur, wo kriege ich das Boot her? Meine Fischkunde sagt, das ist eine Regenbogenforelle und die habe ich festgesetzt. So, nice. Okay, die hole ich mir auch auf jeden Fall an Land. Oh, oh, die ist mir fast abgerissen. Alter, das ist ein richtiger Brocken, Alter. Das hat echt was. Also, Leute, ich würde echt mal gern wissen, wie Angeln in Wirklichkeit ist. Nur beim Fisch ausnehmen, das würde ich nicht gerne machen. Gibt es das hier auch, eine Methode, den Fisch auszunehmen? Das finde ich nämlich richtig widerlich. Das würde ich, glaube ich, nicht hinbekommen. Außer ich müsste es tun. Da! 4,01 Kilogramm. Und es ist tatsächlich eine Regenbogenforelle. Nice! Alter, geil. Das ist ein richtiger Brocken hier. Gib mir 60 Erfahrung, Leute. Wir holen uns dann nochmal... Also Geld oder Erfahrung. Wir holen uns Erfahrungspunkte. Bats und sind fast Level 4. Finde ich richtig geil. Nice. Also es war ein richtig geiler Fang. Also was mir hier noch fehlt, Leute, ist einmal... warte, wir müssen nach oben. Whoop, hier hoch. Mir fehlt die Cutthroat-Dingsbums morgens. Ich brauche keinen Regen. Und was schleppen... Also die Ködermethoden, damit kenne ich mich nicht aus. Aber hier morgen Mittag leichter Wind am besten. Und die Stierforelle hatten wir, das hatten wir. Und das sind, glaube ich, alle, die ich brauche. Die Bachforelle hatte ich nämlich auch eine davon. Und den hier gibt es hier gar nicht. So, das heißt, ich werde jetzt einfach mal Forellenbarsch. Alter, das sieht auch irgendwie nice aus. 3D-Ansicht. Geil, Alter. Leute, mega. Find's richtig cool. Spiel macht schon Spaß. Man muss nur Geduld haben. Geil, allerdings fehlt mir immer noch die Cutthroat. Forelle. Und da muss ich gucken. Ich brauche leichten Wind. Also es ist jetzt, ja, kein leichter Wind. Ich kann jetzt hier die Zeit mal vorstellen, Leute. Zack. So, gucken wir mal. Okay, jetzt ist leichter Wind. Kein Regen, aber es ist Nacht. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber wir probieren es. Wir probieren es. Let's go. So, ich habe mir jetzt mal gedacht, vielleicht versuche ich's hier mit anderen Ködern. Hier steht auch Cutthroat Forelle. Vielleicht kriege ich damit ja. Und ich das Ganze, also das sind Maden hier. Lecker, ne? Kann man hier 3D-Ansicht, Leute. Eine leckere Made, ne? Die gönne ich mir jetzt mal. Gibt es hier andere Wahrscheinlichkeiten nochmal? Nee. Aber hier die Cutthroat Forelle. Und da werde ich mir jetzt einfach mal ein paar kaufen davon. Nochmal einfach mal 10 Stück. So, das sind 50 Dollar und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir ballern da. Oh, warte mal, den müssen wir noch anlegen. Ganz kurz hier, zack, benutzen. So, ist der angelegt, da ist die Made am Start. Leute, und jetzt gucken wir mal. Ich habe nämlich vorgespult, es ist 6 Uhr morgens, kein Regen und ganz leichter Wind. Also, diesmal will ich diese Cutthroat Forelle auf jeden Fall schnappen. Oh, da hinten kommt ein Fisch. Aber... Hallo? Nein, dich will ich nicht. Geh weg, Mann. Ich will eine Cutthroat-Forelle. Ich lehne jetzt... Nein! Nein, 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 nein. Nein, Mann. Geh weg, Fisch. Ich will, dass ein anderer Fisch anbeißt. Kommt er jetzt trotzdem? Alter, nee, du nicht! Geh weg! Ist er jetzt weg? Ich glaube, er ist weg. Nein! Du nicht! Nein, 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 nein! Nein, die Made kriegst du nicht, mein Freund. Nein! Das soll ich nicht kriegen. Ja, das hat er abgelehnt, ne? Abgebrochen. Gut! Der darf den nicht kriegen.
Ich habe gerade eine Regenbogenforelle am Start und hier einen neuen Rekord. 4,08 Kilogramm, Länge 50 cm, Leute. Finde ich gut und die lassen wir nicht frei. Wir verkaufen die, weil Geld ist immer gut, Leute. Und ich habe die Schnauze voll. Diese Cuffroads, die beißen absolut nicht an, Leute. Die beißen absolut nicht an. Das ist, wie verhext, möchte ich jetzt mal behaupten. Ich gehe mal an einen anderen Ort. Vielleicht sollte ich auch einfach mal an diesen Punkt hier gehen, Leute. Vielleicht habe ich an der Stelle hier mega das Glück. So, wir werfen nämlich einfach mal hier hin. Einen kurzen Wurf. So, 7 Meter. Und jetzt sind wir hier ganz knapp am Boden. Oh, was ist das da für ein Fisch? Den kleinen Mini-Dinger da, den kenne ich gar nicht. Aber mal gucken, wer in die Made hier reinbeißt. Da bin ich mal gespannt. Leute, ich habe beschlossen, ich kaufe mir auch einen größeren Haken, nämlich den hier jetzt einfach mal. Da kann ich dann auch 2 Köder dran machen, deswegen machen wir den jetzt mal weg und wir benutzen direkt den hier. Und ich mache direkt dann hier auch die Köder dran und zwar einmal eine Fliege, so, zack, benutzen und einmal eine Made hier benutzen. Was, ich kann nochmal einen hier so, zack. Sag mal, die Kombination, ah ne, das geht gar nicht. Egal, gut, dann lassen wir das jetzt einfach mal so. Also eine Made und eine Fliege ist jetzt am Start. Und ich will, sieht das eklig aus. Egal, Leute, ich will diese Cuffroad-Forelle unbedingt haben. Oh ne, steht da unten, kam gerade eine Meldung, dass der Haken zu groß ist. Jetzt fühle ich mich verarscht. Leute, ich hab's gerade leider offscreen geschafft auf Stufe 5, Leute. Das heißt, wir können jetzt hier neue Sachen freischalten. Ich habe 2 Erfahrungspunkte und zwar kleinere Preise, also Kosten sind 10% weniger. Oder ich kann einen Bohrer benutzen fürs Eisfischen und ich glaube, das mache ich jetzt einmal. Und dann gibt's hier noch die Möglichkeit, nochmal mehr Erfahrung zu bekommen oder mehr Kraft. Und ich würde tatsächlich mehr Erfahrung nochmal dazu machen, weil dann level ich schneller und kann dann die Punkte wieder besser einsetzen. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wir gehen nochmal hier zurück. Und ich lasse diese Cuffroad-Forelle. Leute, da will ich unbedingt Tipps in den Kommentaren sehen, wie ich die regeln kann. Ja, das hier ist auf jeden Fall der Betty Lake im Winter. Und da gibt es dieselben Fische, aber die Lizenz will ich erwerben. Deswegen habe ich auch das mit den Eislöchern geholt. Deswegen, Leute, ich will nächste Folge gucken, wie es ist, im Eis zu fischen. Und dann will ich weitergehen zum Power Lake und gucken, was wir hier so, ja, fischen können. Ne? Das sieht auch ziemlich nice aus. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und tschüss.